Der Markt hat es diese Woche nicht leicht. Nachdem die Pleite Zyperns in letzter Sekunde abgewendet wurde, atmeten die Börsen spürbar auf. Der DAX machte einen Freudensprung über die 8000er-Marke. Doch schon kurze Zeit später schockten Aussagen von Euro-Gruppenchef Dijsselbloem den Markt, wonach der Restrukturierungsplan für zyprische Banken als Vorlage für den Rest der Eurozone dienen solle. Die heftigen Marktreaktionen waren der Euro-Gruppe dann wohl selbst nicht so ganz geheuer. Jedenfalls relativierte man die Aussagen, Zypern sei kein Modell für Europa. Doch was denkt man an der Börse darüber? Ja, die Äußerungen von Herrn Dijsselbloem kommen an den Märkten natürlich ganz schlecht an. Und zwar nicht nur bei uns in Europa, sondern durchaus auch in Japan und in Amerika. Die Börsen haben ja alle gelitten. Und Herr Dijsselbloem ist ja nun etwas neu im Geschäft, im politischen Geschäft und wird sich in Zukunft wahrscheinlich schon etwas vorsichtiger äußern. Aber insgesamt sollte es natürlich sicherlich ein Warnschuss für andere europäische Länder sein, dass es ihnen nicht ergeht wie Zypern. Aber müssten sich im Ernstfall auch andere Länder auf ähnliche Lösungsansätze gefasst machen? Nun, es war ja auf jeden Fall ein Tabubruch und es ist durchaus denkbar, dass man diese Situation eben auf andere Länder übertragen kann. Es müssen ja nicht die großen europäischen Länder sein, aber zum Beispiel Slowenien, nicht zuletzt auch Griechenland. Stellt sich die Frage, was würde es für den Markt bedeuten, wenn das Zypern-Modell tatsächlich Schule machen sollte? Nun, es kommt auf die Größe der anderen Länder an. Zum Beispiel Slowenien könnte ich mir vorstellen, dass sich die jetzt schon auch Gedanken machen, ihre Wirtschaft, ihre Haushalte in Ordnung zu bringen, ihr Bankensystem zu reformieren. Das werden auch andere kleine Länder jetzt tun. Dahingehend war der Fall Zypern sicherlich ein positives Beispiel und wie gesagt ein Warnschuss. Aber bei Deutschland oder bei Frankreich, bei Italien, bei den großen EU-Ländern wäre das sicher der Auslöser für einen heftigen Crash und zwar weltweit. Auch wenn Zypern gerade noch so vor der Pleite gerettet wurde, die Erschütterungen, die das erneute Aufflammen der Euro-Krise ausgelöst hat, könnten noch ein Weilchen weitere Wellen schlagen.